So, da sind wir wieder zu einem neuen Video. Und wir sind mal in unserer Partnerallianz und mal schauen, was Pac-Man geschrieben hat. Aber wie viele auch schon zuvor geschrieben haben und sind die meisten gegen eine Pflicht, aber ich verstehe nicht. Es geht um dann an keine Aktivität der Ali teilzunehmen. Dafür braucht man keine Allianz. Die der Meinung wären, sind mittlerweile weg und hier ändert sich nichts. Ich frage mich nur, warum diese Ali ausgeschlachtet wird. Dann kann man es auch sein lassen. Ich werde mich demnächst wahrscheinlich auch umorientieren. Ja. Ist natürlich blöd in unserer Partnerallianz, da brauchen wir Hilfe von den unsterblichen Kriegern. Das ist für die kleinen Spieler. Aber es ist schade eigentlich, dass die Leute die Allianz verlassen, nur wenn man sagt, hey, wir sind eine hier Silber 3 Allianz, aber halt eben eine, die sage und schreibe für die nicht so aktiven ist. Und Real Life geht halt vor bei dem unsterblichen Krieger. Und ich finde es sehr schade, dass der eine das versteht, wie Norman oder auch halt eben Zimox, ne, oder Eddie, ne, und ein paar andere verstehen es noch, andere wiederum hauen dann ab und ja, es ist halt Real Life, ne, so. Und es ist schade. Ausgeschlachtet wird die Allianz nicht. Das Witzige drin ist, dass unsere Partnerallianz, ich werbe für Spieler, damit Lina wieder ihre 30 hat und hoffentlich sind das Real Life Leute, die dieses Video auch sehen und auch natürlich auch dementsprechend dann auch mitmachen. Ich muss mal schauen, hier, ich habe ein anderes Smartphone, ich habe jetzt die Samsung und das andere nimmt auf und ich merke es gerade, es ist total doof, weil ich habe das falsch aufgestellt. Oh Scheiße. Ich kann das nicht aufstellen, so ganz wie ich will. Mehr geht nicht. Ich hoffe, ihr seht mich, weil mehr geht nicht. Ne? Mehr kann ich auch nicht machen. So, weil sonst das Stativ sonst fällt runter. Aber ich denke mal, ja, ich kann mich so bewegen und ihr seht mich. Okay, ich würde mich freuen, noch einmal hier zur Werbung, die unsterblichen Krieger. Das sind die Regeln. Ich würde mich freuen, wenn da ein paar Leute kommen würden. Und ja, jetzt gehen wir mal auf Ausloggen. Aus Datenschutzgründen hat mir Google mal gesagt, ey Mann, pass auf, wenn da dein Account gehackt wird, dann werden wir keine Hilfestellung leisten. Von daher, tu uns einen Gefallen und zeig nicht, wie du dich einloggst. Und dann sind wir von Google auch glücklich. Tja. Okay. Let's do it. Lassen wir uns mal eingehen. Ja, genau. Wir brauchen auch Leute. 4 Leute suchen wir. Und 3 Offiziere im Endeffekt. Aber, habe ich ja schon im ersten Video gesagt, Leute, die einen Glauben haben. So, du kannst ja sehen, wir sind auf Gold 3 in der Preview. Gold 3 heißt, haben wir es so weit geschafft. Und ja, schauen wir uns mal an. Hier einen Weg zu laufen. Den habe ich mir selbst zugewiesen. Ich habe mir einen Weg zugewiesen und habe den wieder total vergessen. Jetzt gehe ich mal hier kurz raus, weil ich weiß jetzt nicht, ob das Game, wenn ich rausgehe, ob das Game hier, schauen wir mal, ich bin hier in der K2. Das sind meine Notizen. Was ist das? Weg 5. Ich kann nicht das vergessen, Weg 5. Ich weiß die Wege zu und hab's vergessen. Das ist ein Witz. Ja, also es ist immer ganz witzig, wenn man seinen eigenen Weg vergisst, wo er es zugewiesen hat. Kumpel von mir hat sich Video angeschaut, der sagt, Andi, ich muss lachen, du bist der Hammer. Du bist der Allianzkriegschef, hast dir die Wege zugewiesen, hast es selbst vergessen. Naja, ich kann doch vorkommen, aber doch nicht bei dir. Wieso? Du hast so 5 Stunden oder dann den Scheiß verbracht und vergisst du deine eigene Zuweisung. Ja,
Was bin ich normal? Ich bin eine Pappnase. So, wir haben ein Problem, wir haben ein sehr großes Problem. Wir können zwar mit dem Hulk rein, aber die Jabari, die ist tödlich. Ich hasse sie. Die killt mich immer. Die macht mich immer fertig. Wieso muss ich die schweren Wege wieder laufen? Ja, weil du selbst zugewiesen, du Arschloch. Ja, trotzdem. Kennt ihr das, ne? Trotzdem. Das ist doof. Die Jabari, die ist einfach zu gut. Und ich habe keinen richtigen guten Champion. Ich habe keinen Champion gegen die. Ja. Automatische Abwehr könnte ich machen. Ja, ich könnte die Penny Parker nehmen. Ich könnte theoretisch die Penny Parker nehmen. Oh scheiße, ich muss die Penny Parker nehmen. Da ist ja Weg 5. Und da ist ja dieser eine, der... Oh! Fuck. Scheiße. Das ist die Moon. Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich. Und den Hulk. Und der Hulk, ja, okay, der Hulk. Ja, aber der ist nicht immun. Brauche ich überhaupt einen Hulk? Leute. Nein, ich muss tatsächlich einen Hulk. Ich muss einen Hulk nehmen. Scheiße. Dann sterbe ich halt, kann mir nichts. Erschlungsimmunität habe ich ja schon. Ja, wenn ich den Hulk nehme. Okay, aber die sind auch ein Erschlungsimmun. Da bin ich bescheuert. Wieso nehme ich dann den Hulk mit? Das ist ein Erschlungsimmun. Wahrscheinlich ein Techniker? Mal nachdenken. Ausweichen kann der sowieso nur. Okay, wenn ich die Superkraft mache, mache ich erst K3. Ich könnte Namo nehmen. Ich habe lange nicht mit Namo gekämpft. Ich weiß nicht, ob Namo gut ist. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe mit ihm 1000 Jahre lang nicht gekämpft. Scheiß drauf. Ich mach's jetzt so. Komm. Wir machen ein Risiko. Ich verreck 2-3 Millionen Mal, aber scheiß drauf. Wir ziehen's durch. Fuck. Wir verrecken jetzt 3 Millionen Mal. Das weiß ich jetzt schon. Ach, scheiße. Ich bin ja so blöd. Ich habe diesen scheiß fucking... Komm. Namo? Kann der Namo? Er kann doch säubern, oder? Alter, ich hab so lang... Ich bin jetzt so wütend auf mich selbst, weil ich weiß nicht... Ich weiß ehrlich nicht, wie ich spielen soll. Ich habe so lange... Ich mache jetzt einen Booster rein. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich bin jetzt sowas von angepisst auf mich selbst, weil ich kann einfach... Ich kann es einfach nicht gewisse Wege nicht gehen. Ich mache sie nur, um euch zu zeigen, dass ich als schlechtester Spieler der Welt trotz dessen... ja. Was soll ich denn den machen jetzt so? Ja, super. Ja, und wie soll ich den jetzt machen? Ja, super, und ich bin sowieso tot, du Arsch. Ja, weil ich darf dich ja nicht... Ja, und das war jetzt ich nicht. Ey, was machst du da? Ich bin jetzt nicht gerade nach vorne gegangen. Warum der Scheiß? Mann, der macht wieder seine fucking Attacke nicht. Ich wusste es. Ich hasse das wie die Pest. Ich hasse, ich hätte Unverwundbarkeit nehmen sollen. Ach, fuck. Genau das habe ich ja gesagt. Ich hasse diesen Modo. Ich hasse es wie die Pest. Wartet mal. Ich muss mal kurz Pause machen. Ich merke gerade, das Touchspiel. Ich bin schon wieder. Gibt's doch gar nicht. Das ist doch nur meine Fingerabdrücke. Das kann doch nicht sein. Also wirklich. So. Ja! Und jetzt hau ihn weg, du Arsch! Seit wann hat er denn überhaupt solche... Seit wann ist der so stark? Ich hab echt was verpasst. Wie lange habe ich ihn... Ich hab ihn 5 Jahre nicht genutzt. Hat sich vielleicht was verändert. Wartet mal, ich gucke mir was kurz zum... Jetzt weiß ich, warum ich den nicht gezockt habe, weil die haben ihn doch hardcore genervt vor Millionen von Jahren. Da haben die sich einen runtergeholt, darauf ihn zu nerven und seine Regenerationsfähigkeiten komplett zu killen, weil der war mal richtig mächtig. Ja, deswegen.
Ja, da war ich stinkesauer. Ah, ja, richtig, das war... Doch, jetzt weiß ich das. Da habe ich den Drohbriefe geschrieben. Ich weiß nicht, ob der je nach Kalifornien angekommen ist, der Brief. Aber die werden ja bestimmt das untersuchen. Und vielleicht haben sie gelesen, oh, das ist ein Mordbrief. Das ist ein Verrückter. Ah, der lebt in Deutschland, kann man nichts machen, straflich. Da habe ich den Mails geschrieben. Ich habe die Mails, glaube ich, auch nicht mal. Schon zu lange her. Ja. Auf jeden Fall, ich kann mich gut daran erinnern, habe ich gedroht, sie alle zu töten und abzuschlachten. Oh, ich liebe es. Ich liebe es, die Gerechtigkeit zu kämpfen. Ja, ich mag halt sowas nicht, wenn jemand sowas machen darf. Ich hasse sowas wie Pest. So, ja, wir haben ein Problem. Ich sehe schon gerade, wir haben ein Riesenproblem. Ich glaube, ich versuche es mal mit ihr. In der automatischen Abwehr. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das seht, wie ich zocke. Ich weiß es nicht. Mal schauen. So, das ist ja blöd. Wir können ja die... Ach, wir können die gar nicht parieren. Können wir die... Moment. Nee, können wir nicht, leider nicht. Weil die kann ja... Doch, können wir... Ah, das hat mir jetzt sehr gefallen. Das wusste ich jetzt nicht. Ah, nein! Nein! Oh, ich bin tot. Das war's. Das war's. Man kann nämlich nicht mehr steuern. Ich kann nichts machen. Das ist doof. Ich hasse das. Also, da kann man nichts mehr machen. Ja. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil ich verliere immer gegen dich. Ich mache da immer 3-4 Kills, weil die ist mir einfach viel zuwider. Weil zuerstens, die kann richtig schön säubern. Und ja, und das wieder funktioniert es nicht. Also mit der Steuerung, der hapert es halt wirklich. Ja, aber da schauen wir mal, der ist jetzt endlich mal ein bisschen hinhaut. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja. Ja, das ist halt. Ja. Schauen wir mal, ob sie das diese Attacke macht. Diese eine Attacke, dann könnten wir ja. Ja. Ich kann nicht sagen, dass ich. Ja, ich glaube schon, dass ich wieder verrecke. Weil, wie gesagt, die ist so gut. Und ich habe die so lange nicht mehr... Ich habe so lange gegen die nicht mehr gezockt, dass ich mit ihre Ausweichen-Fähigkeiten habe. Weil das Problem ist einfach, man muss ja Timing ausweichen mittlerweile. Ich muss mal schauen, ob man was überhaupt sieht. Man muss ja Timing. Und die Timings sind da sehr, sehr schwer. Weil ich zocke gegen die meistens kaum. Mal schauen, ob ihr da überhaupt was seht. Ja. Ich zock gegen die halt sehr selten. Und dann, ja, dann, was soll ich da machen? Ja, ich zock gegen die so selten. Ich kann die so aggressiv, ich mag das nicht. Ich mag nicht, wenn jemand so aggressiv ist. Und das ist das, wo ich sage, ich zock gegen die so selten, dass ich 2-mal Kills lassen muss, damit ich ungefähr weiß, jetzt, wie ich gegen sie spielen muss. Es kotzt mich an, dass die immer die Allianz-Krieg-Gegner drunstumm sind in dem Training. Wirklich in dem Training, da kommt man super weit. Da sind die sowas von dumm. Und nein, hier sind die wieder mal super schlau. Hier sind die Gegner fies. Hier sind die super schlau. Und hier machen die kaum Fehler. Hier sind die sowas von gemein. Und ich bin nur ein Durchschnittsfucking-Zocker. Und ich zocke doch nicht 100 Millionen wie der Profi, der dafür 1 Million kriegt. Ich mach das nicht. Wann zocke ich denn schon überhaupt? Ich hasse das wie die Pest. Ja. Und Kabam, das ist es, wenn du Gold 3 schon bist. Das ist das, warum Allianzen sagen, du musst gut sein, du musst am besten Tonbrecher sein. Weil selbst Kavalier, du hast da keine Chance. Das ist einfach kein Spielspaß mehr drin. Da ist nichts mehr mit Spielspaß zu tun. Du musst top sein. Und das ist scheiße einfach. Ja. Jetzt ist mein Champion natürlich down. Ja, ich kann ihn wiederbeleben, aber was kriege ich dafür? Ich kriege ja kaum was. Ne? Von daher, ja, so eine Sache. Und ich zock kaum gegen die Storm. Ich habe keine Ahnung, wie ich die jetzt machen kann, weil ich zock so selten gegen die. Es ist zum Kotzen. Ich krieg immer wieder mal Gegner, wo ich sage, ey, alter Schwede, wieso gibt's nicht in AK-Übung?
zu verstehen, wenn es in der AK-Übung mal diese geben würde. Aber die gibt es nicht in der AK-Übung. Nein, wir haben sie nicht. Das ist zum Himmelschrei. Ja. Ja. Ja, und jetzt macht die halt ihre fucking, ja. Ja. Und ich bin kaputt. Ich bin sowas von kaputt. Das schaffe ich nicht mehr. Ne? Weil leider, die macht ihre SK2 und dann bist du weg. Und rauslocken kannst du knicken nicht, wenn du nicht weißt, wie die funktioniert. Wann kriege ich denn die gegen, wann kämpfe ich manchmal gegen den AK? Von 30 Kämpfen ein, zweimal. Und trainieren kannst du knicken, weil die ist nicht so, in AK ist sie komplett anders von der KI. Auch mein Mentor sagt, das ist leider so komplett anders. Und deswegen habe ich auch mehrere Male versucht, ein Pressegespräch zu führen. Und mehrere Male weigern sie sich, mit mir zu reden, weil ich denen gesagt habe, warum macht ihr das nicht so, dass ihr richtige AK-Übung macht, wo ihr die AKI so fies macht wie in deinem AK-Training. Oder dass man so wie bei Street Fighter Übungsplatz hat und so. Wo man so fiese KIs trainieren kann. Ne? Bis heute keine Antwort. So. So wie jetzt nicht gewusst, dass die Penny Parker gut gegen sie ist. Das wusste ich nicht. Ja, ich sag ja, ich kann nicht alles auswendig lernen. Das geht nicht. Ja, was war denn das jetzt? Das war jetzt nicht. Ich habe nicht auf zurückgeklickt. Ja, das hat diese Steuerung, diese Input, was Richman schon auch gesagt hat. Ja. Richman sagte ja ironisch das, weil er kritisch nicht sein kann, sonst ist er erledigt. Ja. Aber gut, ich meine, die Steuerung betrifft auch nicht nur uns, auch die anderen Spieler, und auch die haben damit zu kämpfen. Ja. Von daher, jeder hat irgendwo sein Laster zu tragen. Ich kann ja keine Punkte anwenden, weil das Problem ist, Treuepunkte habe ich ja auch kaum nur noch. So. Ja, es ist halt doof, dass das so schwer ist. Ja, ich habe jetzt den Namor genommen, weil ich merke, dass der richtig guten Schaden hat. Ich habe so mehr. Es ist halt wirklich nicht einfach. Leute denken, es ist einfach für einen Durchschnittszocker. Nein, ist es nicht. Genau das ist das Problem. Wenn du ein Durchschnittszocker bist, dann bist du echt glücklich. So, meine Lieben, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ob ihr das erkennen könnt, weil das Problem ist, meine Handykamera, die ist jetzt wegen Überhitzung ausgefallen, und da muss ich das noch den Restkampf mit meiner blöden Webcam machen, und ihr seht schon, die Webcam, die ist jetzt nicht dafür so geeignet, weil der Autofokus von Logitech, naja, der ist so lala, wie man erkennen kann. Da sieht man es, also der, schauen wir mal, ob wir den einstellen können. So, wir werden jetzt mal die nehmen, die ist, also dieser Emu gegen seine, ich wollte es auch noch hier aufzeichnen mit dem Screen, aber man kann dann halt wirklich gar nicht mehr zocken. Aber wenn ich das Screen-Symbol nehme, dann geht da gar nichts mehr. Und daher habe ich mich entschieden. Ja, scheiße. Das muss ich wegtun, das hat mich gestört. Es stört mich sowas, wenn so ein Symbol ist. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das nochmal... Könnten theoretisch auch den nehmen, weil der ist ja immun gegen einen erschrockenen Blutrausch. Ich glaube, das war Blutrausch, ja. Blutrausch, das sehr richtig ist. Ja, es ist halt, wie gesagt, der ist... Ich hasse den. Ja, und da funktioniert wieder mal nix. Aber auch egal. Komm. Das ein bisschen noch lassen wir ein bisschen noch abnehmen. Ja, okay, es ist halt 1%. Das ist das. Das Problem ist halt diese 1%. Und die machen es auch, die haben es auch in sich. Ja. Ich wusste es, jetzt sind wir sowieso schon tot. Der macht dann seine SK3 und wechseln wir. Haben wir Glück gehabt, aber trotzdem. Ja, das ist halt schwer.
Naja, ich hasse das. Ich mag den überhaupt nicht. Ich hätte einen anderen Champion nehmen sollen. Aber der ist auch wirklich schlimm, weil der ist ja... Wisst ihr, warum der so schlimm ist? Weil der hat seine... wisst ihr, was der macht? Der tut hier cheaten. Also die KI cheatet hier. Das ist so eine kleine Sache, das viele nicht verstehen. Wenn die KI so sich bewegt, so hippelig, so dann hat das was mit der Steuerung zu tun. Das heißt, die täuscht an. Und antäuschen ist super, super schwer, weil antäuschen bedeutet im Endeffekt, dass die KI das kann. Die kann also Sachen antäuschen. Das konnte sie nie. So wie jetzt sie ist sie auf einem Schwierigkeitsgrad gemacht, wo man einfach definitiv sagt, da wirst du so benachteiligt, weil so sollte die nie sein, so schwer. Es ist einfach zu schwer. Irgendwo muss ja auch ein Mittelgradweg gefunden werden und die ist halt wirklich sehr schwer. Ja, wir haben einen Kill gelassen, aber ansonsten Gott sei Dank nur einen und nicht keinen weiteren, weil wie man sieht, ist das richtig doof. Ja, ich habe richtig Probleme mit der Aufnahme von Webcam und mit der Kamera. Ich brauche halt eine Kamera. Könnt mir ja per PayPal spenden, angewiesen auf Spenden. Auch die kleinen YouTuber könnten auch unterstützt mal werden, nicht nur mal die Großen. Und Menschen, ich habe ja mit meinem Lehrer gesprochen, Herrn Schmidt, und der sagt ja, die Menschen unterstützen dich nicht, weil du keinen Status hast. Ich so, was gibt's doch nicht. Der wird's überhaupt. Und so brauche ich Status, soll ich Handstand machen? Naja, sagt er, ja, nee, das reicht nicht aus, ja, was muss ich sonst machen? Naja, wie groß ist denn deiner? Oh Gott, so nicht, ah, da müssen es 30 cm, ja, kommt auch nicht in Frage, einen Schwanz rauspacken, 30 cm, wenn er wäre, dann unterstützt nicht die Leute. Meine ehemalige Lehrer ist lustig. Ja, was, wenn ich das nicht hab? Mach dich zum Clown und du dich ritzen. Was? Die Welt ist verloren. Die Welt ist so verloren. Und kratzt dich an deinen Eiern. Keine Ahnung. Die Welt ist so geistesgestört. Also wenn doch irgendwann, muss man doch schätzen, was man da hier macht, oder? Ich meine, das macht man doch fetten Content und so. Ja, aber Sister. Vielleicht durch so deine Fingernägel schneiden. Was hat das jetzt damit zu tun? Die brauche ich bis zocken. Oh Gott, ey. Tust dich umoperieren, dann siehst du besser aus. Ich bin doch so geboren. Oh Gott, die Leute haben nur Hass. Oh Gott. Alles nur also Arschlöcher, Herr Schmidt. Ja, wenn du Status hast, dann ist irgendwie ein großer YouTuber, dann... Wie machen denn die anderen YouTuber, dass sie groß werden? Naja, die kaufen sich ein. Na, fuck! Ich hab so viel Geld nicht. Also Leute, ne? Tut doch was, dass ich ein bisschen größer werde, weil das ist ja fürchterlich. Dann kann ich mir auch eine Kamera leisten. Weil ich kann ja nicht monetarisieren. Geht ja nicht. Sagt ja, YouTube geht nicht. Ich bin zu klein. Ja, verdiene kein Geld mit den Videos. Und das alles nur für die Community, für die deutsche Community. Also seid mal spendabel. Statt Panzer zu schicken, schickt mir eine Kamera, eine Sony Alpha, was weiß ich, eine gute, eine gebrauchte, whatever. Eine Systemkamera und dann kann ich bessere Videos auch machen, weil das ist, dass meine andere Kamera jetzt kaputt gegangen ist oder überhitzt ist. Das ist ein Witz. Okay, das war's fast. Fast war's, weil wir haben ja noch ein Multi-Account? Oh, verdammt, wieder so spät. Ja, okay, man sieht es halt, jetzt komme ich zu meinem kleineren Account, meinem anderen kleinen Account. Ja, man sieht es, das ist scheiße. Ja, der kriegt da Probleme. Sieht man überhaupt was? Ist schwer. Ja, es ist halt... Die Kamera, die kann das halt nicht, die hat ein Problem. Moment mal, was, wenn ich das Display dunkler mache? Vielleicht wird es dann besser, schärfer. Nee. Ich glaube, das liegt am Display. Ja, nee, der kann das nicht darstellen. Der kann eine gewisse Farbe nicht darstellen.
Wenn ich jetzt die Gegenbeleuchtung anmache, vielleicht wird's besser. Nee. Der kann es nicht darstellen. Ja, es ist so eine...